Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Kiezkönig von der 187 Straßenbande. Alle weiteren Informationen zu diesem Spiel und dem Boxinhalt sowie natürlich auch die Links zum Spiel und zu dieser Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kiezkönig von der 187 Straßenbande, das Ganze im November 2019 erschienen. Wir haben hier eine recht große Box, eine rechteckige Box und es ist tatsächlich ein Brettspiel. Ja, relativ ungewöhnlich. Das Ganze gab es hier über die Website der 187 Straßenbande zu bestellen. Kiezkönig 187 Bandenspiel Edition limitiert, lesen wir hier. Dann haben wir die Infos zu dem Brettspiel. Es ist limitiert und jedes Spiel hat eine Nummer und so weiter und so weiter. Dazu kommen wir dann noch. Und ich freue mich sehr, dass es so etwas nun gibt, denn ja, nach diversen Merchandise-Artikeln, Shisha-Tabak und so weiter, hat man sich jetzt mal auf ein komplett neues Spielfeld begeben, in diesem Fall Brettspiele. Ja, wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und dann im Detail anschauen. So, einmal hier seitlich aufschneiden und dann können wir es hier wunderbar öffnen. So, also es ist ein sehr schwerer Karton, der auch sehr stabil ist, einen sehr stabilen Eindruck macht. Wir haben hier, einmal oben lesen wir, Hamburger Kiezkönig, darunter dann 187 Straßenbande, hier lesen wir dann Bandenspiel und es sieht so aus wie diese klassischen Cover von Paco, wenn ich mich nicht täusche. Wir haben hier die 187 Straßenbande Mitglieder. Das hier dürfte dann Bones sein, der hier auf dem Thron hockt. Dann haben wir links Jesus, Safir, Maxwell und Alex. Dann hier eine, ja, oberkörperfreie Dame, das Krokodil und ein Hund. Dann eben der Schriftzug Bandenspiel und zwei Würfel. Also rein vom Cover her sehr gelungen, schwarz und rot, eine sehr gute Farbkombination in meinen Augen. So sieht das Ganze von unten aus. Hamburger Kiezkönig, das Spiel um die Macht auf dem Kiez. Rechts lesen wir das auch wieder. Oben genauso und links nochmal. Auf der Unterseite haben wir jede Menge Text. Wir haben hier auch eine Nummerierung. Ich gehe mal stark davon aus, dass hier jede Box eben entsprechend nummeriert wurde. Wir haben hier bei meiner Box in diesem Fall die 1826. Leider weiß ich nicht, was die Gesamtauflage war. War auf der Homepage auch irgendwie nicht rauszufinden. Falls ihr das wisst, gerne mal schreiben. So, und dann haben wir hier die Spielbeschreibung. Wir lesen hier. Die Idee zu diesem Spiel entstand... Da drüben geht's weiter. Die Idee zu diesem Spiel entstand bereits 1997 auf St. Pauli in Hamburg. Zu jener Zeit war ein Herr auf dem Kiez schon lange als König von St. Pauli bekannt. Während sich Gewerbetreibende mit Revierkämpfen aufhielten und von einem besseren Leben träumten, kaufte der König jeden Grundbesitz auf St. Pauli, den er kriegen konnte. Er war der Gewinner. Steigende Einnahmen aus allen Branchen vergrößerten sein Reich. Worum geht's? Du bist neu auf dem Kiez und du willst an die Macht. Kiezkönig werden, das ist dein Ziel. Erstens. Sieger ist, wer eine Branche zuerst erobert. Die Branchen sind Machenschaften, verbotene Substanzen, Rotlicht und Glücksspiel. Zweitens. Um zu gewinnen, musst du Geschäftsanteile kaufen und um Geschäftsanteile kämpfen. Für den Kauf brauchst du Kiezdollar und für den Kampf Würfelpunkte. Drittens. Das Spiel beginnt auf dem Startfeld, gespielt wird drei um, bist du am Zug, setzt du deine Figur so viele Felder vor, wie der Würfel Augen zeigt. Viertens. Auf den Geschäften findet die Kiez-Action statt, Eintritt zahlen oder Einnahmen kassieren, Geschäftsanteile kaufen oder um Geschäftsanteile kämpfen. Fünftens. Zwischendurch kommst du auf Behörden oder Felder mit einem Sportwagen. Behörden zu korrumpieren ist teuer, bringt dir aber Vorteile für den Kampf. Mit dem Sportwagen kommst du schneller ein paar Felder voran. Behalte deinen Gegner im Blick und unterschätze die Banden nicht. Zu Beginn musst du clever einkaufen, später dich in Würfelduellen beweisen. Okay, alles klar. Also das sind so die Regeln bzw. der Ablauf im Überblick. Den Inhalt haben wir dann auch noch hier aufgelistet, den erspare ich euch jetzt mal an dieser Stelle. So, dann schauen wir mal hinein. Aber bevor wir das machen, noch eine kleine Info. Falls ihr dieses Spiel bestellt, dann wird es so gehen bei euch, wie es mir erging. Und zwar habe ich hier einen Plastikbeutel, so einen Druckverschlussbeutel mit zusätzlichen Spielchips bekommen.
Und das hat den Grund, wir haben hier auch noch einen Zettel beigelegt gehabt. Und zwar lesen wir hier: Hi, bitte macht mal kurz was, nämlich einige Chips tauschen. Öffnet die Schachtel und nehmt die 5er Chips und die 25er Chips aus der Schachtel. So, es müssten 37 von den 5ern im langen Schacht sein. Dann stimmt es. Es müssen 25 Stück von den 25ern im kurzen Schacht sein. Dann stimmt es. Der Rest, 12 Stück, ist über. Auf Seite 1 in der Spielanleitung ist eine Grafik, auf der die richtige Anordnung zu sehen ist. Leider ist dieser Fehler unserem Hersteller passiert. Wir haben uns entschlossen, eure Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil wir wissen, dass der Austausch ganz einfach ist. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns bei Insta fragen und unter Kidskönig und King of Vice. Viel Spaß beim Spielen wünscht euch das RSK-Team, also Real Street Kings, und die 187 Straßenbande. Alles klar. Gut, also scheinbar gab es da irgendwie in der Produktion eine Komplikation. Aber es freut mich auf jeden Fall, dass man das so gelöst hat. Somit kann man das dann in Eigenregie zu Hause austauschen und muss da nicht irgendwie behindert irgendwie eine E-Mail oder irgendwas wohin senden. Das hat man in diesem Fall gut gelöst. Ja, da gab es auch diesen Flyer dabei. Real Street Kings Online Shop. Die haben eben jede Menge Merchandise, unter anderem von Narcotic Athletics. Das nur am Rande. Gut, aber jetzt endlich kommen wir zum Inhalt. Genug gelabert. So, der Deckel ist abnehmbar von innen in schwarz gehalten. Und dann kommen wir hier scheinbar mal als erstes zum Brett. Also, das Ganze lässt sich dann hier rausnehmen. Das ist das Spielfeld. Das dürfte wohl die Unterseite sein. Die ist hier in dem Stil gehalten. Ich erinnere mich so an Sampler 3. Das erinnert mich sehr stark daran. Und so sieht dann das Würfelfeld aus, beziehungsweise ja das Spielbrett, auf dem dann die Figuren gezogen werden. Wir haben hier den Start. Dann lesen wir hier noch Nie ohne mein Team. Und dann haben wir hier diverse Geschäfte, also Waffen, Läden, Kulturverein, Gericht, Bars, Discount, also alles Mögliche. So, dann haben wir hier eine Broschüre. Das dürfte dann wohl die Anleitung sein. Jawohl. Also, wie man es kennt bei solchen Brettspielen, eine umfangreiche Anleitung. Hier kann man dann alles mal nachlesen, wie das dann genau gespielt wird, was zu tun ist. Jawohl. Dann haben wir noch ein weiteres Heftchen drin. Okay. Was haben wir jetzt hier? Okay. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das so gehört. Wir haben jetzt hier noch eine zweite Anleitung, die meines Erachtens ident sein dürfte. Sieht auf jeden Fall so aus. Okay. Gut. So, das Ganze lässt sich dann hier rausnehmen. Also wir haben hier so eine Ebene, die so Stoffoptik hat. Das Ganze ist ziemlich hart und stabil. Und dann kommen wir zum weiteren Inhalt. Und zwar, was haben wir hier? Wir haben hier einmal Karten in Folie eingeschweißt. Chips, wie man sie vom Poker kennt, die sind ebenfalls in Folie eingeschweißt. Drei Rollen an der Zahl, die auch schon davonrollen. So, Rolle Nummer 3. 1, 2 Würfel in Schwarz und Gold. Dann haben wir hier drei Spielfiguren. Zwei weitere Figuren, in diesem Fall Patronen. Noch mehr Spielfiguren. Und noch mehr Karten. So, dann machen wir das Ganze mal zu. Und schauen uns den Inhalt mal genauer an. Also, wir haben, wie gesagt, erinnert stark an Poker, solche Chips, die hier in Rollen sind. Ich muss jetzt nicht unbedingt die gesamte Rolle aufschneiden, aber ich würde euch zumindest gerne einen jeder Rolle zeigen. Einen Chip. So, wenn es mir gelingt, natürlich nicht. So, einmal. Dann haben wir hier Rolle Nummer 2. Gar nicht so einfach, die hier zu trennen. Aber ich befürchte, dass ich dafür dann einfach mehr von der Rolle aufschneiden muss und es nicht hier auf einen einzigen Chip beschränken kann. Oh, doch. Und Rolle Nummer 3.
echt heftig verschweißt. Also ist gar nicht einfach, das hier so zu öffnen. So, aber jetzt. Gut, dann lassen wir die Rollen mal zur Seite. Machen wir den Plastikmüll hier weg. Also, wir haben hier einmal diese Chips. Die sehen so aus. Wir haben hier eine 5 drauf. Auf der Rückseite das Logo der 187 Straßenbande hier, so in Schwarz und Gold. Beziehungsweise Schwarz und Silber und Schwarz und Bronze. Ich hoffe, man kann das sehen. Und ich bemerke gerade, dass scheinbar extrem Abrieb habe hier auf der Hand. Überall so schwarzes Pulver auf der Hand. Dürfte von der Verpackung sein. So, also drei verschiedene Größen. Einmal 10, einmal 5 und einmal die 25. So viel zu den Chips. Dann packen wir die mal zur Seite. Dann haben wir zwei Patronen. Eine silberne und eine goldene. Die ist hier etwas verdreckt, aber es lässt sich leicht hier abmachen. Okay. Also zwei Patronen, so sehen die aus. Sind aus Kunststoff. Werden auch ihre Bedeutung in dem Spiel haben. Und dann haben wir Spielfiguren. Wir haben die Spielfiguren hier so durchsichtig. Und auf der Oberseite dann einmal hier das Jesus-Logo. Dann haben wir eine weitere Spielfigur. Hier haben wir dann ein anderes Mitglied. Wenn Sie es aufbekommen. Ein anderes Mitglied der 187 Straßenbande verewigt. Und zwar haben wir hier, das ist leider echt schwer zu sehen, okay, hier haben wir scheinbar einen Hund, also so einen Hundekopf, so einen Pitbull. Dann haben wir eine weitere Spielfigur. Und zwar ist es in diesem Fall das Logo von Bones, also hier mit den beiden gekreuzten Knochen, Bones MC lesen wir hier. Einmal grün, es ist nicht Louis Vuitton, sondern es ist Alex, also hier das L und das X in schwarz und grün. Dann haben wir einmal in, ich glaube gelb ist das, ja gelb, Maxwell. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt in lila, in violett erwartet, aber ist in diesem Fall gelb geworden. Und als letztes haben wir dann noch Saphir in blau. Sehr schön. Also wir haben hier die einzelnen Herrschaften der 187 Straßenbande mittels dieser Spielsteine verewigt. Da kann sich dann jeder einen aussuchen. Was jetzt mit dem auf sich hat, ob der einfach regulär dazugehört oder ob der irgendwie eine Sonderfunktion hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wir haben hier 6 Steine. Nachdem es ja, glaube ich, von 2 bis 6 Spielern geeignet ist, gehe ich mal davon aus, dass das ein regulärer Spielstein ist. Dann haben wir hier Spielkarten mit dabei. Ja, unter anderem, was lesen wir hier? Korruption. Der Leiter der Sozialbehörde ist dein bester Kunde. Du kassierst mehrfach Bezüge. Oder dann haben wir hier etwas, das ist wahrscheinlich eine Besitzkarte. Hier lesen wir Casino. Also ich glaube, rein vom Aufbau oder von der grundsätzlichen Idee ist das etwas an Monopoly angelehnt, aber auf jeden Fall dann im Detail wahrscheinlich etwas komplexer. 2 Würfel haben wir hier dabei, ganz reguläre Würfel hier in dunkelgrau und gold. 1 bis 6 ganz normale Zahlenwürfel. Und ja, ich werde jetzt mal auf jeden Fall die nächsten Tage am Wochenende die Anleitung studieren und mich da einlesen und dann mal ein paar Runden spielen. Ja, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Anleitung, wie gesagt, bei mir war sie 2-mal mit dabei, eventuell bei euch auch. Dann haben wir diese 2 Stapeln hier mit Karten. Die Würfel, 2 Stück, reguläre Zahlenwürfel 1 bis 6. Dann diese 6 Spielfiguren, jede Menge Chips. 10, 25 und 5er Chips, so sind die gestaffelt. Und dann haben wir noch diese beiden Patronen, eine in Gold und eine in Silber. Und natürlich den Spielplan, das Spielbrett an sich. Jawohl! Das alles. Das alles
in dieser wunderbaren Box Kiezkönig von der 187 Straßenbande. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von diesem Spiel bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Spiel feiert, falls ihr die 187 Straßenbande unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.